So, jetzt mal wieder ein kräftiges Hallo hier von meinem Do-It-Yourself-Vlog-Kanal. Und heute soll es mal darum gehen, ich muss mal ein Stück aus der Sonne. Hier hinten soll ja der Hundezaun noch erweitert werden. Also der da hier anfängt, der geht dann hier rum. Wer die Anfänge verpasst hat, die gibt es auf meinem Hauptkanal. Da gibt es so ein, zwei Videos zu den Anfängen von diesem Hundezaun. Und ich dachte mir, wenn ich den jetzt weitermache, dann kann ich den ja hier auf meinem Do-It-Yourself-Vlog-Kanal einfach hochladen. So, dazu muss ich jetzt, damit ich hier weitermachen kann, muss ich jetzt erstmal hier die Kante frei machen. Weil das ist ja über die Jahre, sind die Rasenkantensteine schon mit Gras hier überwachsen. Das muss weg, damit ich hier eine schöne, gerade Linie habe. Das mache ich jetzt erstmal und es ist saukalt. So, Fundamente sind, das eine Loch ist nun gebuddelt. Das ist auch wieder mal eine Herausforderung gewesen, weil das Problem ist, dort sind alles, ist alles Bauschutt. Oh, die ist kalt, die Säge. Hier drin sind ja auch 11 Grad sind hier drin. Das sind alles Mauerfundamente und drunter alte Mauerfundamente, alte Hausfundamente. Und das ist, macht das Buddeln natürlich umso schwerer, ist dann noch mit Bauschutt aufgefüllt. Der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, man muss sich jetzt nicht den Kopf machen wegen der Frostgrenze, weil normalerweise liegt die bei uns so zwischen 60 und 80 cm. So tief müsste ich normalerweise buddeln, geht dort aber gar nicht, das ist so fest und da braucht man sich auch keinen Kopf machen, dass sich da irgendwas hebt durch den Frost. Und deswegen habe ich zugesehen, dass ich im Prinzip ungefähr so die Tiefe erreiche, das heißt, ich habe dann ungefähr so 3 Finger breit Beton unterm Anker unten drunter. Das sollte eigentlich reichen. Für Ecken und Enden am Zaun nehme ich gerne die Haaranker, weil sie einfach stabiler sind. Ich habe auch noch so eine anderen Pfostenschuhe, da ist nur so eine Dolle unten dran und so ein Winkel oben. Die sind nicht ganz so stabil, deswegen nehme ich an Ecken und Enden vom Zaun immer Haaranker. Ist einfach stabiler, den mache ich mir jetzt hier dran. Und dann kann es schon losgehen mit Einbetonieren. Juhu! Give me what I need, give me what I want, want you all over me. I want your body, all of my body. Come on, give it to me, come on, give it to me. Give it to me. Balken, den habe ich jetzt schon mal fixiert und ausgerichtet, sodass er in alle Richtungen, also zum alten Zaun und also zu dem bestehenden Zaun und nach links und rechts, dass er eben halt ordentlich, dass er im Wasser ist oder im Lot, je nachdem, wie man das nennen möchte. Und jetzt geht es darum, jetzt wo er so fixiert ist, also der kann sich auch nicht mehr bewegen, das sieht etwas lustig aus, aber darum geht es jetzt in dem Moment nicht, da geht es nicht ums lustig aussehen, sondern da geht es, dass er stabil ist, wenn es denn zum nächsten Schritt geht und zwar zum, jetzt muss der Beton da irgendwie rein. Und was nehmen wir da für lustiges Zeug? Wir nehmen hier so einen Pfosten Fundamentbeton, kommt aus dem Obi, für innen und außen zum Herstellen von kleineren Punktstreifen, Flächenfundamenten, Randsteinfundamenten, bla 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 bla. Steht auch drin, wie viel Wasser reinkommt, pro Kilo 0,10 Liter. Trockenmittel, Verarbeitungszeit 60 Minuten, ja, dauert glaube ich 2 Tage, sollte man schon rechnen, dass man 2 Tage einfach braucht, bis er dann halbwegs durchgehärtet ist. So. Der Hund ist da. Ey, wieso soll ich dich hier einbetonieren?
Und wenn man keine Gießkanne hat, das Wasser schöpfen, tut es auch mal ein Bogen vom Regenrinnenrohr. Aber es ist mittlerweile 11 Uhr, der eine Posten, der ist einbetoniert, das passt soweit. Und na, da muss jetzt erstmal der Beton muss natürlich erstmal trocknen, bevor wir da weitermachen können. Habe mir schon das nächste Zaunsfeld vorbereitet, das heißt, ich habe mir hier schon den Balken hier, den da, ne, der ist schon fertig, Postenschuh haben wir schon dran. Und somit kann ich dann das nächste Mal, wenn es dann weitergeht, im Prinzip viel, viel schneller vorwärts kommen, weil ich dann im Prinzip dieses Zaunsfeld schon an den bestehenden Posten anhängen kann und habe dann im Prinzip den Posten dann schon ausgerichtet quasi und da kann mir dann nur noch in eine Richtung so wegkippen. Ne, dann muss ich nur noch in eine Richtung justieren. Das macht es viel einfacher, das geht viel schneller. Man kann das natürlich, wenn man das zu zweit oder zu dritt macht, könnte man theoretisch jetzt sogar noch weiterarbeiten. Da müsste man den ersten Pfosten ein bisschen fester fixieren und setzt sich im Prinzip schon alle Zaunsfelder mit Pfosten in eine Reihe, justiert die aus, fixiert die mit diesen Latten, Schraubzwingen, wie auch immer. Und betoniert dann alle durch. Aber da ich immer meistens alleine bin, Frau hat beiden Kinder und die Hunde zu beschäftigen. Deswegen ist es für mich so einfacher. Schaffe ich zwar nicht ganz so viel, komme nicht so schnell vorwärts, habe ein bisschen länger zu tun, aber das ist nun mal halt so, kann man nichts ändern. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder beim letzten Zaunsfeld, zumindest was das Thema Zaun betrifft. Zwischendurch werde ich euch nicht behelligen mit dem Thema und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn du es noch nicht gemacht hast, lass mir gerne ein Abo da. Und Daumen nach oben, freue ich mich auch immer drüber. Daumen nach unten auch. Und wenn du Fragen hast zu dem ganzen Thema oder wenn du irgendwie andere Vorschläge hast oder es gibt ja Milliarden Möglichkeiten, einen Zaun zu bauen, dann schreib mir das einfach unten in die Kommentare. Werkzeug, so wie ich es irgendwo finde, habe ich es alles unten verlinkt in der Beschreibung, dass ihr auch da gucken könnt und auch, was ich so an Materialien verwendet habe. So, in dem Sinn, ich wünsche euch noch eine geile Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gewinn, macht's gut und bye-bye. Euer Martin von Martins Do-It-Yourself-Blog. Ciao.